Ganz andere Dinge bewegen derzeit den kolumbianischen Fußball. Der Tod einer Eule, dieses lebende Maskottchen des Spitzenclubs Atletico Junior, sorgt dort für heftige Diskussionen. Der Vogel, der jahrelang unter dem Stadiondach gehaust hat, rastet während einer Partie zu nahe am Geschehen und wird vom Ball getroffen. Und dann von einem der Spieler der gegnerischen Mannschaft derartig heftig vom Platz gekickt, dass auch alle Rettungsmaßnahmen nicht helfen. Und die Eule später an ihren Verletzungen eingeht. Dem Fußballprofi droht nun eine Haftstrafe wegen Tierquälerei.